Ich bin Lililu, YouTuber, Künstler, Filmemacher und ich lebe hier im Silent. Das ist meine kleine Welt, die ich so erschaffen habe. Ganz schwer, mein Konzept so darzustellen, weil alles ist irgendwo in meinem Kopf und es ist so eine kleine verrückte Welt, die ich hier so versuche umzusetzen. Wobei ich finde es ganz schön, die Atmosphäre von dem ganz alten Bauernhaus zu nehmen und die Tradition ein bisschen so am Leben zu erhalten und das Ganze mit so einem modernen, verrückten Twist zu versehen, sodass du quasi dieses Zeitlose ein bisschen hast. Wenn du hier bist, es könnte sehr alt sein und damals verrückt, aber es kann auch sehr modern sein und jetzt schon verrückt. Und ich finde es ganz interessant, verschiedene Baumaterialien zu nehmen, besonders Beton, Holz, Eisen, alles eigentlich so zu mischen. Ja, verschiedene Elemente wie jetzt hier diese Krallen, das ist eigentlich eine Hand. Wenn man hier genau guckt, ist das hier eine Hand und da ist der Daumen und das ist die Hand. Also, und dann kommt man quasi hier aus dem Tunnel in die Hand und hier kommt dann später noch so ein. Hier kommt dann so eine große Eisenkugel hin, die dann so schwebt in der Hand. Und dann siehst du ja hier, wie die Finger hier verbunden sind. Und naja, ob das Sinn macht, weiß ich nicht, aber das ist so ungefähr die Idee, dass du dann so, oh, in der Hand stehst, die dann so die Welt hält quasi, weil das hier ist ja unsere kleine Welt. Und dann ist hier quasi das lauter solche Ideen, die ich halt dann so in meinem Kopf habe. Und dann denke ich so, könnte man ganz cool, könnte ganz cool aussehen. So als Eingang. Mein Künstlername ist Anus Katz und ich wohne ungefähr seit 8 Jahren im Silent und lebe seitdem ein möglichst alternatives Leben. Wir sind hier an unserem Zelt, wo wir ungefähr 3 Jahre jetzt drin schlafen, Sommer wie Winter. Eigentlich fing alles an, dass wir mehr natürlich Lust hatten, draußen zu sein und im Zelt zu schlafen. Und wir haben sonst immer in einem Jeep geschlafen, sind irgendwo in den Wald gefahren und haben dort dann gepennt. Aber man hat natürlich nicht immer jeden Tag Zeit dafür. Ja? Man muss ja dann rausfahren, dann muss man dort Holz sammeln, um ein Feuer zu machen. Und das ist natürlich schon ein bisschen zeitintensiver. Also haben wir für eine gute Zwischenlösung gesucht. Und das war halt, uns ein Zelt anzuschaffen. Jetzt ist Winter, deswegen haben wir ein paar mehr Decken. Aber wir haben auch einen Ofen und dann kommen auch noch die Katzen und wärmen uns als Nachtdecke. Meistens kommt nur eine, aber manchmal im Sommer kommen auch mehr. Also gerade im Winter, wenn Schnee liegt, haben wir immer selber uns morgens was gekocht, ob es ein Kaffee ist oder gefrühstückt. Und deswegen haben wir halt hier auch so einen kleinen Küchenbereich quasi mit allem Möglichen drum und dran. Und das war eigentlich auch immer schön. Das machen wir immer noch gerne. Aber jetzt gerade fehlt uns so ein bisschen die Zeit dafür. Und deswegen ist das ein bisschen minimalistischer. Und was ich auch noch sagen muss, am Anfang haben wir wirklich jede Nacht geheizt und haben uns mega viel Mühe gegeben, nicht zu frieren. Aber jetzt mittlerweile sind wir so abgehärtet nach 3 Jahren, dass wir jetzt sogar manchmal bei -4 Grad sagen, ach, pff, wir müssen kein Feuer machen, das geht schon, weil wir uns haben, wir können uns gegenseitig wärmen, wir reichen uns komplett. Und deswegen ist es auch ein bisschen zurückgegangen, weil wenn das Feuer natürlich morgens an war, macht man sich schön noch einen Kaffee im warmen Feuer. Aber jetzt, wo man dann halt einfach nur noch im Kalten draußen schläft, steht man dann auch zackig auf. Also als erstes hat mir mein jetziger Mann in Facebook geschrieben, weil er Bilder von meiner Fotografie gesehen hat. Und so haben wir uns näher kennengelernt. Aber ich wusste, dass es diesen Ort schon gibt, beziehungsweise ihn als Tattoo-Künstler, weil ich mich schon seit 18 habe tätowieren lassen und dementsprechend schon auf dem Schirm hatte, dass es diesen Platz oder dass es ihn gibt, auf jeden Fall. Und dann hat er mir geschrieben und da war ich natürlich neugierig, ja. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren hier.
So, jetzt zeige ich dir mal unser Filmstudio. Einmal mir folgen. Und hereinspaziert. Genau, das ist hier der Ort, wo die Magie passiert für unsere Z-Films-Produktion, aber auch für meine Anus-Katz-Sachen. Und hier drehen wir halt Pornos und freuen uns, die Sexualität mit Leuten, die gleichgesinnt sind, kennenzulernen und auch alles in einer wirklich sehr guten Qualität zu produzieren. Also wie du siehst, ja, hier stehen viele Lampen und dieses Set ist ja auch noch im Hintergrund sehr groß und unter diesen ganzen Sachen stehen halt noch mehr Möbel. Jetzt gerade haben wir Winterpause, weil es sehr kalt ist, aber wir versuchen wirklich alles, was wir zu kreieren und wo wir dann natürlich auch Geld für bekommen, weiter in dieses Projekt reinzustecken und wirklich immer weiter zu investieren, dass wir dementsprechend eine Qualität liefern können, die jedem gefällt und die uns vor allen Dingen auch selber sehr gut gefällt und uns dann auch dementsprechend viel Freude gibt, dass wir das so ausführen dürfen. Über die Zeit kam heraus, dass Lilly und ich uns total mit dem Medium Fotografie begeistern, weil er hat total gerne fotografiert in der Vergangenheit und ich war immer sehr viel vor der Kamera als Model mit verschiedenen Fotografen zusammengearbeitet. Und dementsprechend haben wir uns dem Medium Fotografie gewidmet, aber ich war nie wirklich zufrieden. Und das hat ihn sehr geärgert und deswegen haben wir uns dann dem Medium Film gewidmet, ja, und haben sehr viele Filmaufnahmen gemacht. Und daraus hat sich dann eben auch erspeist, dass er seinen YouTube-Channel führt und YouTube macht und ich aber auch davon profitiere, weil dadurch, dass ich ein extremer Ästhet bin und so total gern sehe, wie andere mich durch ihre Linse sehen, er dementsprechend auch mit mir angefangen hat, erst zu fotografieren und dann zu filmen. Und weil wir ein Liebespaar sind und er nicht einfach nur ein Fotograf oder ein Videograf ist, sondern mein Partner, haben wir natürlich über das Thema Liebe uns ausgetauscht und eben auch über Sexualität. Und das hat super schön harmoniert und wir sind total begeistert davon gewesen, dass wir nach der Fotografie nun zusammen das Medium Film entdecken können. Und daraus ist dann eben auch unsere Produktion von Z-Films entstanden und die Pornografie, in der wir uns jetzt gerade bewegen und mit der wir auch unser Einkommen gestalten. Jetzt kommen wir zur Gästehausbesichtigung. Und zwar fing ja alles an mit der Vision meines Mannes, der Psyland aufgebaut hat. Und der Ursprung dessen ist ja wirklich Tätowieren. Ja? Also alles andere, die ganzen Projekte, die jetzt noch dazu kamen, die sind nicht gerade das Hauptaugenmerk von Anfang an gewesen. Und deswegen haben wir ein Gästehaus gebaut, weil sehr viele Kunden von der ganzen Welt kommen und sich tätowieren lassen, hier in Tengen. Aber dadurch, dass wir hier leider nur ganz simple Gästehäuser haben, haben wir uns dazu entschieden, selber ein Gästehaus zu bauen, wo die Leute nicht in die Umgebung fahren müssen, sondern hier sein können. Ja, Mr. Cat! Ja, hallo! Genau, und das ist jetzt hier unser erster Gästeraum gewesen. Und zwar ist das der alte Camper gewesen, in dem Lilly früher rumgefahren ist. Das war aber noch bevor meiner Zeit. Ich habe den quasi einen Tag erlebt, da saß ich drin und durfte ihn dann von der Straße schieben, weil er gestorben ist. Ja, und jetzt steht er hier in unserem Garten verbaut und ist als Gästeraum nutzbar. So. Da mache ich mal hier schön auf. So, das ist unser erster Gästeraum. Wie man sieht, es ist alles krumm und schief, aber auch sehr individuell, was ja sehr schön ist eigentlich. Und wir haben hier auch eine Sitzmöglichkeit. Und hier kommen dann die Leute her, um zu schlafen zwischen den Tattoo-Sessions. Ich muss ihn gleich anders hinlegen, nicht wundern.
So, das ist die Dorsch, das ist unsere weibliche Tätowiererin hier. Die ist auch wie der Basti von Anfang an eigentlich hier im Silent. Und kümmert sich um das Wohl unserer Kunden. Ja, und viele unserer Kunden sind, kommen immer wieder natürlich, so wie der Kollege hier. Der hat schon ganz alte Tattoos von mir auch damals. Und als ich dann aufgehört habe, viele von meinen ganz alten Kunden sind dann zur Dorsch oder zum Basti und lassen sich dann quasi weiter tätowieren. Also es ist halt so ein großes Tattoo, also einen ganzen Körper macht man ja natürlich nicht in 2 Tagen, sondern das ist dann wirklich für viele Leute ein sehr, sehr langes Projekt. Also da sind schnell mal 5 bis 10 Jahre weg. Also es gibt schon vereinzelt Leute, die das schneller machen, die wirklich in 1-2 Jahren einen kompletten Körper tätowieren, aber das ist eher die Seltenheit. Dadurch, dass einfach, ich meine, das Finanzielle, dann das Familiäre, dann hast du mal ein Jahr, wo du mehr motiviert bist, dann kriegst du plötzlich mal ein Kind und dann heiratest und dann sind 2 Jahre rum, wo du nicht zum Tätowierer gehst, weil es halt nicht die Priorität ist im Leben. Und dann hast du trotzdem irgendwo so eine Baustelle an dir, weil es halt anders als so ein kleines Tattoo, wie man es kennt, wo die Leute, ja, du gehst zum Tätowierer und kommst mit dem fertigen Tattoo nach Hause. Als jetzt, wie bei ihm siehst du, dann ist an den Rippen angefangen, am Arm vorne, ist dann halt einfach, man hat dann doch eine recht große Baustelle. Während man nicht so, manchmal ist es dann schwer, so das Ende zu sehen und dann auch Motivation zu finden. Ich bin kein Tätowierer mehr, was eigentlich 2 Hauptgründe hatte. Ich wollte immer am Peak meines kreativen Schaffens aufhören. Und ich wusste, in dem, was ich das Medium Tätowieren, da war ich am Peak von dem, was ich erschaffen habe als Künstler, als Tätowierer. Und ich habe die Tätowierwelt verlassen mit dem, dass die meisten Leute immer noch sagen, boah, was wäre gewesen, wenn er weiter tätowiert hätte? Was hätte er gemacht? Und das finde ich ganz cool. Das finde ich 10-mal cooler an einem Künstler, der in so einen Peak geht, als wenn er sich einfach anfängt zu wiederholen. Und ich hatte Angst, mich zu wiederholen, dadurch, dass ich meine ganze Karriere als Tätowierer davon geprägt war, dass ich einfach nur eine Grenze nach der anderen gepusht und durchbrochen habe und was Neues kreiert habe. Und das meine größte Inspiration war und meine größte Motivation. Und irgendwann stand ich an dem Punkt zu wissen, okay, ich kann größere Sachen machen, ich kann krassere Sachen machen, aber es wiederholt sich dennoch. Also hier sind wir in unserem offiziellen Gästehaus und das ist quasi so die Gemeinschaftsküche für die Gäste, die hier sind. Wir haben verschiedene Zimmer und das Ganze ist so ein bisschen von dem Konzept, was auf so Squatplätzen oder Punkerplätzen ist, wo jeder seinen eigenen Wagen oder sein eigenes kleines Hütchen hat und dann wird sich meistens eine Küche und eine Toilette geteilt, so ist es so ein bisschen gemeinschaftlich, aber nicht. Und das ist eigentlich auch die Idee, auch die ganzen Kunden, die herkommen, weil jeder kommt ja aus dem gleichen Grund hierher und hat somit ja eh schon irgendwo eine Gemeinsamkeit. Und für die meisten ist es ganz cool, hier andere Leute zu treffen. Und ja, sind auch schon Freundschaften entstanden, würde ich sagen. Und Leute, die sich hier dann getroffen haben. Und gerade wenn die ein paar Tage hier sind und miteinander leiden und miteinander doch eine sehr intensive Zeit gehen, dann ist es ganz cool, sich da abends ein bisschen auszutauschen. Und auch im Sommer sind wir gern hier auf der Terrasse und tun alle Abendessen zusammen. Und lauter so Sachen. Und das ist eben der quasi öffentliche Bereich für unsere Gäste. Da haben die eine Küche, dann haben wir hier ein großes Badezimmer mit einer abgefahrenen Dusche und so. Ja, hier sind nochmal 2 Zimmer. Hier ist der Diamant und oben ist das Vogelnest. Das Vogelnest ist ganz oben unterm Dach, wo die Vögel ihr Nest bauen quasi. Und viele Räume sind so ein bisschen themenorientiert oder eher so orientiert, dass man eine Erfahrung hat und nicht irgendwie jetzt eine geile View oder ein geiles Deluxe-Zimmer, sondern es geht eher um die Erfahrung. Und so ist eigentlich das gesamte Konzept von hier. Man schon sieht die Treppen und egal, jeder Raum ist irgendwo nicht geil, um reinzukommen. Vor allem nicht geil reinzukommen, wenn man 3 Tage tätowiert wurde am Stück. Aber das ist halt die Journey einfach hier. Der ganze Ort ist nicht gebaut für Komfort, sage ich immer, sondern wenn man nicht aufpasst, dann schlägt man sich überall an oder man stolpert oder man fällt hin oder man rutscht aus. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, lässt sich streiten, aber es ist halt, was es ist. Hier ist schon nicht so gutes Licht hier drin.
So, ja, das ist hier das Vogelnest, das ist eben die Erfahrung des Vogelnestes. Deswegen liegt man ganz tief auf dem Boden und der Raum öffnet sich halt wie ein Nest. Und hier ist hier quasi das Baumaterial des Nestes. Da habe ich damals sehr viel Zeit und sehr viele Tackernadeln verbracht, um diesen Raum zu verkleiden. Anfangs hat man dann so die Dinge, so, wie mache ich es so nestmäßig wie möglich? Dann hatte ich die Idee, einfach diesen Teppichstücke zu nehmen und an die Wand zu machen. Und da habe ich verschiedene Teppich gekauft und dann habe ich mit dem Handtacker angefangen. Das dann aber sehr schnell begriffen, dass das kein Weg ist. Dann musste ich erstmal so einen Batterietacker kaufen. Aber die Batterie hat dann immer nur eine Stunde gehalten. Also war das dann so, das habe ich im Winter gemacht, da waren nur noch keine Glasscheiben drin. Da bin ich jeden Morgen hier hoch um 6 Uhr morgens mit dem Kaffee, habe hier im Kalten meinen Kaffee getrunken und dann eine Stunde getackert und dann bin ich zur Arbeit. Und das ging dann über Wochen, bis ich den Raum fertig hatte, also hier verkleidet. Als ich 18 war, hatte ich die Tage, an denen ich mein Bewusstsein gefunden habe, wie ich sie nenne. Es war über einen 3 Tage Zeitraum. Damals war ich Gärtner und habe irgendwo im Hochsommer irgendwo Pflanzen gießen müssen, allein in einem großen Park, weil es so eine Hitzewelle hatte. Und in der Zeit habe ich mir so viel Gedanken über die Gesellschaft und alles gemacht und wie ich irgendwo Frieden finde oder Freiheit oder irgendwas Eigenes, was mich irgendwie glücklicher macht. Und ich wusste auf jeden Fall, egal was mein Leben bringt, ich will nicht nur so leben. Und klar, da war ich schon ein bisschen alternativ und dann hatte ein paar Tattoos und das und jenes und habe gedacht, ich bin ein bisschen alternativ und lebe anders. Aber unterm Strich, am Wochenende gehst du hin und trinkst und machst und tust und versuchst auch nichts anderes als diesen Frust, den du dir unter der Woche, in dem du normal arbeitest und normal irgendwie ein Leben führst, wo du irgendwo dazugehörst, dann auszugleichen, dieses Überdruckventil, um dann Montag wieder stempeln zu gehen quasi. Um dann zu verstehen, das ist nicht, was ich will. Und in diesen Tagen habe ich dann auch verstanden, also für mich, wie krass Alkohol, Drogen, Zigaretten, wie all das zusammenhängt, wie all das ein Teil von der Gesellschaft ist, um uns da drin zu halten. Ob es jetzt Fernsehen ist, diese ganzen Massenverblödungen, dieses ganze, oh, die Leute denken am Wochenende, da saufen sie und machen Party und das ist denen ihre Freiheit. Dabei ist es einfach nur, um Druck abzulassen, sodass sie Montag wieder stempeln gehen. Und quasi seit diesen Tagen, das ist 20 Jahre her, habe ich keinen Alkohol mehr getrunken oder irgendeinen Scheiß konsumiert, weil ich wusste, das ist nicht, was ich in meinem Leben will. Und das war auch, wo ich ein Commitment zu mir selber gefunden habe und zu sagen, ich gehe meinen Weg und was auch immer passiert, passiert. Und wenn ich hinfalle, dann falle ich. Aber ich habe nichts zu verlieren, weil in meinen Augen, als einfach nur normal zu leben und das dann nachher 50 Jahre meines Lebens zu machen und auf 5 Wochen Urlaub im Jahr zu hoffen und aufs Wochenende zu hoffen und die Zeit verfliegt, das ist für mich eh schon verlieren. Das heißt, ich hatte nichts zu verlieren in dem Sinne. Also bei ihm sieht man vorne auf der Brust hatte er noch mal was anderes, das muss man dann abdecken. Also alles hier war schon, deswegen ist es so massiv schwarz, anstatt dass wir uns da mehr Muster ausgesucht haben. Weil einfach hier drunter schon ein sehr schön gestaltet. Oder an dem Arm auch gutes Beispiel. Ja, genau, das Arm kommt auch. Alles weg. Ja. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Tattoo, aber insgesamt passt es alles nicht mehr zusammen. Und dass die beiden Arme zusammenpassen, überarbeiten wir jetzt den. Grundsätzlich ist das ein sehr schönes polynesisches Tattoo. Aber ja, das ist wie wenn du so einen Anzug hast und dann geht dir das Oberteil kaputt und kaufst dir einen neuen Anzug und der hat aber eine andere Farbe, dann kannst du trotzdem die Hose auch nicht dazu anziehen. Das ist ja dann kein Suit mehr, das passt dir nicht zusammen. Und eigentlich bei so einem ganzen Körperkonzept ist es ja eigentlich ein Tattoo, nicht irgendwie der ganze Körper tätowiert schon, aber eigentlich geht es ja darum, dass man ein Suit hat und wie eine neue Rüstung quasi, eine neue Haut. Wenn es dir richtig dreckig geht und du hast richtig krass Schmerzen und du weißt, du bist deswegen hier, um darüber zu kommen, weil du jetzt hier gerade irgendwas Krasses im Leben hast und dafür Energie willst und danach da rausläufst und weißt, boah, das habe ich geschafft, dann schaffe ich alles. Und jeden Tag danach guckst du auf deinen Körper und siehst dieses Tattoo, dann ist egal, wie dieses Tattoo aussieht, weil die Bedeutung liegt in der Erfahrung. Und die Erfahrung ist Teil dieses Tattoos und du guckst auf dieses Tattoo und du siehst die Erfahrung und die Erfahrung hat dich stärker gemacht, hat dich zu einer stärkeren Person gemacht als davor. Und dann wird dir das Kraft geben, wenn du das siehst. Und ja, natürlich, wenn dein ganzer Körper damit bedacht ist, dann kannst du sehr stark davon sein. Das erste Haus, was gekauft wurde,
das ist ein 200 Jahre altes Bauernhaus und war komplett baufällig quasi. Die hatten einen Rohrbruch und dann haben sie es alles so stehen und liegen gelassen und sind gegangen. Und wir mussten das dann wirklich aufbauen, was sehr viel Zeit in uns gekostet hat. Und ich mich echt glücklich schätzen kann, dass mein Mann so handwerklich begabt ist und wir so viel selber machen können. Und auch mit ganz viel mit Materialien, die es halt hier schon auf dem Grundstück gibt. Also die ganzen Krallen, die man hier sieht, das ist alles vom Grundstück selber. Und irgendwann haben wir gemerkt, mit dem Gästehaus etc., dass unser Plan aufgeht, dass Leute hierher kommen. Dadurch wurde aber natürlich auch der Lebensraum kleiner für uns. Und dann konnten wir zum Glück das zweite Haus direkt nebenan erwerben. Es ist sehr schwer, in Worte zu fassen, in eine Box zu fassen, was das hier ist. Ich würde sagen, am nächsten, würde ich sagen, kommt sowas an so eine Art Community ran auf jeden Fall, weil wir schon eine große Gemeinschaft sind. Wobei hier schon jeder hat seine eigenen Lebensräume und ich meine, wir sitzen hier nicht und singen abends zusammen und so Sachen oder machen. Ich meine, es ist wie, der Basti ist mein bester Freund und ist halt mein Nachbar jetzt geworden. Und ich meine, wir alle haben Nachbarn, da habe ich doch lieber meinen besten Freund als Nachbar. Und ja, manchmal machen wir mehr zusammen, manchmal weniger. Manchmal sieht man sich eine Woche nicht, obwohl wir hier nebeneinander wohnen, was aber ja auch okay ist, siehst der Nachbar nicht immer. Und klar, meine Jungs, die für mich arbeiten, mit denen, die sehe ich natürlich öfters, aber weil wir auch zusammen arbeiten, als ich früher tätowiert habe, habe ich einen Basti auch öfters gesehen. Das ist dann auch unabhängig, ob man hier wohnt oder nicht. Und ja, es gibt natürlich auch ganz viele Gerüchte in der Welt über uns, dass wir hier eine Sekte sind und lauter so Sachen, was aber ja auch, was immer für uns sehr witzig ist, weil wir halt, keine Ahnung, wir nehmen das Leben nicht ganz so ernst und meistens, wenn irgendwelche so Gerüchte kommen, entweder sagen wir gar nichts oder wir füttern die Gerüchte, weil wir es witzig finden. Aber schwer, wir sind halt einfach eine Menge Leute, die relativ gleichgesinnt sind, die hier quasi ein Leben zusammen haben. Das sind ganz viele Sachen, es ist ganz schwer, das im Video einzufangen, wie das hier ist, weil alles so dreidimensional von der Erfahrung auch ist. Dadurch, dass auch dieses Geschiftete kann man auf Fotos ja gar nicht spüren. Hast ja gesehen, draußen in dem Raum, was es mit einem macht, wenn man da drin ist, weil alles fühlt sich schief an und es macht was mit einem. Obwohl man dann gerade steht, aber wenn der ganze Raum schief ist, dann hat das echt was Weirdes. Ja, das ist eher, ich wollte immer was mit Bauschaum machen, weil Bauschaum ist immer so eins meiner Lieblingsmaterialien, lässt sich drüber streiten, nicht so ökologisch etc. Aber wenn man viel baut und macht, es gibt immer einfach Ecken, wo Bauschaum einfach der Gamechanger ist, wo man nicht reinkommt. Und ich habe schon immer Spaß gehabt, mit Bauschaum irgendwie rumzusprühen. Das war immer mein Highlight auf jeder Baustelle. Und dann hatte ich immer gewissert, ich muss irgendwann mal irgendwas mit Bauschaum machen, künstlerisch. Und dann habe ich quasi die Decke, die habe ich dann mit so einer Pistole ausgeschossen und habe davor Lampen eingelassen und dann das quasi einfach nur Chrom angesprüht, dass es diese abgefahrene Textur hat, was ich auch nicht wüsste, mit was ich so eine Textur schaffen könnte, außer mit Bauschaum. Sieht auf jeden Fall verrückter aus, als für wie wenig Arbeit es ist, sowas zu machen. Aber bei ganz vielen Sachen ist es die Idee ist so viel mehr, hat mehr Potenzial als teure Baumaterialien oder teures Zeug. Eigentlich nichts hier ist, ich meine, so viele Sachen, ich recycle altes Holz, ich gucke, dass ich irgendwo alte Sachen kriege. Manchmal bringen mir Leute alte Sachen mit, die ich hier irgendwie einbauen kann. Und da habe ich immer einen großen Spaß dran. Also das ist schon cool. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, mein Gesicht zu tätowieren. Also da war ich eigentlich auch schon komplett tätowiert. Und da waren es schon noch die ersten Schritte, wo ich wusste, boah, das ist richtig in der Gesellschaft, mit was im Gesicht, dann bist du wirklich abgestempelt. Wobei es heutzutage schon nicht mehr so ist, ganz extrem. Wobei natürlich klar, wenn man so aussieht, dann schon. Und ja, 8, 9 Jahre, bevor wir mein Gesicht quasi das erste Mal relativ schwarz gemacht haben, da war ich schon, hast du ja gesehen, sehr stark tätowiert auch im Gesicht, aber natürlich immer noch, ich sah noch eher menschlich aus. Das waren eher andere Faktoren. Ich habe meinen ganzen Körper, hatte schon eine zweite Lage an Tattoos und das war so das erste Mal, wo ich wirklich loslassen wollte. Loslassen auch von diesem Ästhetischen. Von ich als Mensch. Und damals mein Gesichtstattoo war einfach nur ein großes Live über mein Gesicht geschrieben, wie so ein drüber gerollt. Und quasi einmal hier und einmal auf der Stirn und einmal in Spiegelschrift, dass wenn ich in den Spiegel gucke, ich es lesen kann. Quasi ganz viele Sachen auf mir sind alle in Spiegelschrift für mich oder ich habe 1000 Mal live an mir,
weil es so mein, das ist alles, was für mich die Erfahrung des Lebens ist, was mein Lebenswerk ist, quasi, wenn man es so sagen kann. Und das ist mein Mantra und das habe ich halt so oft, wie es geht, auf mir. Und es ist auch eine Erinnerung daran, dass egal was kommt, das ist morgen, ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Aber ich weiß, jede Erfahrung ist eine Erfahrung, ob gut oder schlecht. Und ob ich mein, ich habe damals gewitzelt mit meinem Gesicht. Das war halt auch so dieses, mein Gesicht darunter, die ganzen Tattoos darunter waren schon, die haben mir sehr gefallen, auch ästhetisch. Und ich wollte davon loslassen. Ich wollte davon loslassen von dem Ästhetischen. Und zu sagen, ich suche mir mein Gesicht nicht aus. So, wir werden geboren und wir suchen nicht aus, wie wir aussehen, zu einem Grad. Und wenn du neu geboren wirst innerhalb deiner Reise als Mensch, weil du doch viele Erfahrungen einfach so krass wächst, dass du irgendwann zurückblickst und du bist einfach schon 10-mal neu geboren als neuer Mensch, ist es dann irgendwann der Prozess, dass du sagst, okay, ich will meinen Körper dem angleichen. Ich will in den Spiegel gucken und ich will jemand anderes sehen, weil ich gucke in den Spiegel und ich sehe jemand anderes, aber der trägt ein Gesicht, das ich nicht mehr bin. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber das war so mein Prozess, davon wirklich einfach loszulassen und zu sagen, okay, ich hänge an dem Gesicht, aber es ist jetzt die Zeit, weiterzuziehen. Und das war eher ein, ich mag so Wörter wie spirituell etc. nicht, ich hasse es, aber es war eher für mich selber so einen Moment wirklich von diesem menschlichen Gedanken loszulassen, zu sagen, es ist mir wirklich egal, was Leute von mir denken, wie sie mich sehen, wie mich sehen. Das ist meine Maske, in der ich in die Welt rausgehe. Und je feindlicher und fremdender meine Maske ist, desto mehr lassen mich die Leute hoffentlich in Ruhe und desto härter ist es für die Leute, doch zu trinken. Ich sage immer, okay, selbst wenn ich heute keinen Bock habe auf Sport, dann sage ich, ich ziehe mir trotzdem meine Laufsachen an. Und wenn ich nur eine kleine Runde mache, eine Mini-Runde, wenn ich nur die Sportsachen anziehe und zur Haustür laufe. Und dann sage ich dir, wenn du dann an der Haustür stehst mit Sportsachen an, dann läufst auch. Und wenn du läufst, wahrscheinlich läufst du ein bisschen länger, als du es vorhattest. Aber nur, weil man dann sagt, so, heute bin ich zu faul, ich versuche es nicht mal. Das ist meistens, wo es scheitert. Und klar muss man nicht gleich einen Ultramarathon rennen. Aber manchmal sind kleine Veränderungen im Leben machen einen riesen Impact. Die kleinen Veränderungen, die kleinen Rituale im Leben. Und ich bin deswegen zum Beispiel Eisbaden, bin ich ein großer Freund. Das ist so was Kleines, so 2 Minuten am Tag oder kalt duschen oder so. Solche kleinen Momente, wo du dir jeden Tag irgendwo was Unangenehmes einbrockst, sage ich. Das ist was, wo ich ein ganz großer Fan bin von. Ich habe zum Beispiel auch meine Smartwatch an, die klingelt von morgens um 6 bis mittags um 2 einmal die Stunde, dann gehe ich runter, mache 25 Liegestütz. Als mein, so, dass ich weiß, egal was ich mache, selbst wenn ich an einem Tag zu faul bin, um Sport zu machen, mache ich immer noch sehr viel Sport. Einfach, weil ich das quasi so in meinen Tagesablauf gemacht habe. Lauter so Kleinigkeiten, wo du weißt, wenn es nur was Kleines ist im Leben, aber es ist eine kleine Erinnerung, dass man was verändern will. Und die kleine Erinnerung ist, heute habe ich das schon gemacht, dann hat man diese Sachen anziehen, zur Haustür zu gehen. Quasi dieser Schritt hat man dann schon gemacht. Und je mehr man kleine Sachen macht, ist viel leichter, kleine Sachen zu machen, als was Großes zu machen. Und ganz viele kleine Sachen haben auf ein Jahr gesehen ganz großen Impact.